Herzlich willkommen. Das finde ich ja außergewöhnlich nett. Herzlichen Dank, dass Sie mich mit einem Applaus begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber herzlich willkommen, herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Danke für das Erscheinen hier zum heutigen Benefizkonzert zugunsten des Forschungsneubaus D7 für Herz, Kinderkrebs und seltene Erkrankungen. Das Schwierigste habe ich schon mal hinter mir. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Ja, Sie sehen, es ist ein bisschen Licht heute, aber das ist den Umständen geschuldet. Dafür ist es uns möglich, dank der Firma Die Bildmischer, dass wir streamen können. Also auch zu Hause ist es möglich, heute diesen hoffentlich wunderschönen Abend zu verfolgen. Herzlichen Dank auch Ihnen zu Hause fürs Zugucken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute einmal mehr im Audimax, deswegen möchte ich den Hausherrn begrüßen und mich bei ihm bedanken. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Einmal mehr den Präsidenten der Universität, Herrn Professor Udo Hebel. Ich möchte begrüßen den medizinischen Direktor der Universitätsklinik Regensburg, Herrn Professor Oliver Kölbel. Ich weiß es nicht, wo er ist, aber hier ist hier er. Lieber Oliver Kölbel, danke schön fürs Kommen. Und ich möchte begrüßen, den sehe ich, glaube ich, Herrn Professor Dirk Helbig, den Dekan der Medizinischen Fakultät. Danke schön für Ihr Kommen. Und weil wir hier in einer ganz, ganz besonderen Region sind, möchte ich auch die Vertreter der Bürger hier begrüßen, Frau Oberbürgermeisterin, Frau Gertrud Mahl-Schwarzfischer. Danke, dass Sie hier sind. Danke an den Landrat, Herrn Franz Löffler. Auch wir begegnen uns immer wieder. Danke, dass Sie sich wieder mal einen Sonntag rausschnitzen haben können. Dankeschön. Und danke auch an den Landrat, Herrn Martin Neumeier, den sehe ich allerdings jetzt noch nicht, da ist er. Dankeschön fürs Kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Universitätsklinikum Regensburg liefert jetzt schon fast seit 30 Jahren einen Beitrag zur medizinischen Versorgung in der Regensburger und in der ostbayerischen Region und macht das hervorragend. Die medizinische Versorgung kommt uns allen zugute, aber Spitzenmedizin von heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist morgen unter Umständen Spitzenmedizin von gestern. Und deswegen sind wir angehalten, die medizinische Versorgung auch weiterzuentwickeln. Wir müssen die besten Köpfe hier nach Regensburg holen und das gelingt am besten mit Forschung. Wir müssen Forschung Raum geben. Die Universitätsmedizin ist eine forschende Medizin und deswegen haben sich drei Chefärzte zusammengetan und wollen ein Leuchtturmprojekt umsetzen, nämlich das D7, ein interdisziplinäres Forschungsgebäude, wo sozusagen diesem Anspruch auch Genüge getan werden soll. Wir werden die drei Herren, hier sitzen Sie, im Laufe des Abends näher kennenlernen und werden auch mehr erfahren über dieses Vorhaben. Ja, und deswegen wende ich mich gleich mal an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn wir haben Sie eingeladen, damit Sie uns bei diesem Vorhaben helfen. Sie haben vielleicht gesehen, auf der Eintrittskarte steht eine Kontonummer abgedruckt. Abdrücken müssen Sie vielleicht selber, vielleicht haben Sie es schon getan. Falls Sie es schon getan haben, danke ich Ihnen schon mal für Ihre Spende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen zu Hause ist es ähnlich. Es gibt eine Einblendung der Kontonummer, vielleicht sogar jetzt in diesem Moment. Sie brauchen also nur ein neues Fenster aufzumachen und bei der Sparkasse einen Betrag Ihrer Wahl einzutragen. Einfacher geht es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine sehr besondere Schirmherrin gewinnen können. Leider kann sie heute nicht hier sein. Wenn ich Ihnen sage, um wen es sich handelt, ahnen Sie, warum das der Fall ist. Es gibt allerdings ein kleines Video-Statement, das wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Also herzlich willkommen, Frau Katharina Wagner. Danke für das. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Ein Jahr voller Einschränkungen hat uns gezeigt, wie sehr wir die Musik vermissen. Das heutige Benefizkonzert ist nicht nur ein Genuss für die Sinne, sondern soll vor allem auch den Neubau des Forschungszentrums am Universitätsklinikum Regensburg vorantreiben, um Kranken zu helfen. Dies verdient die Großzügigkeit aller. Ich wünsche dem heutigen Konzert den bestmöglichsten Erfolg und grüße sehr herzlich Ihre Katharina Wagner.
Danke, Frau Katharina Wagner. Dankeschön, dass Sie hier die Schirmherrin über die Schirmherrschaft übernommen haben. Dieser Applaus geht auf den grünen Hügel und vom grünen Hügel von Bayreuth von Wagner ist es natürlich nicht mehr weit zum Mahler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor Ihnen sitzt das Kammerorchester der Universität Regensburg unter der Leitung von Arne Goerke, den ich ganz herzlich auf der Bühne begrüßen möchte. Lieber Arne, komm gerne mit nach vorne. Lieber Arne, warum Mahler? Ja, Gustav Mahlers Sinfonien sind für uns Musikerinnen und Musiker ganz besonderste Werke. Jede Sinfonie schafft eine eigene Welt und die Stimmungslagen gehen von übermütig bis verzweifelt, von demütig, bescheiden bis vielleicht zur Erlösung. Es geht also tatsächlich immer um die großen Fragen der Menschheit. Und da Gustav Mahler auch auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert steht, stößt seine Musik die Tür zur sogenannten neuen Musik weit auf. Und deswegen ist das immer ganz besonders toll für uns. Wir haben im vergangenen Jahr die Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler im Dom aufgeführt. Das war unser letztes großes Konzert vor Corona. Eigentlich sind nämlich die Mahler-Sinfonien, weil sie spätromantisches Repertoire sind, immer groß bis sehr groß besetzt. Wir waren dort ca. 300 Mitwirkende mit dem Sinfonieorchester, mit dem Universitätschor und mit dem Hochschulchor der hiesigen Musikhochschule. Und heute spielen wir ganz Corona-konform und mit den nötigen Abständen mit 13 Musikern und Musikerinnen die Kammermusikfassung von der 4. Sinfonie von Gustav Mahler. Und gibt es da irgendwie, also zum heutigen Forschungsgebäude, gibt es da einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang? Habt ihr euch da was überlegt? Besonders die 4. Also einmal geht es natürlich gut, weil wir die kleine Fassung haben, diese kammermusikalische Version, die übrigens in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert. 1921 hat in Wien Erwin Stein diese Fassung geschaffen. Und es gibt aber eben auch Zusammenhänge natürlich und in den Mahler-Sinfonien, ich habe mir ein paar Stellen aufgeschrieben, die möchte ich Ihnen aus der Sinfonie, ich glaube 2 oder 3, als Hinweis geben, auch zum Hören gleich ein bisschen. Mahler gelingt es in dieser Sinfonie wie in keiner anderen eigentlich, die Vielschichtigkeit bis hin zur Doppelbödigkeit des Lebens zu beschreiben. Es geht um Hoffen und Bangen, um traurig und glücklich sein. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich 1:1 auch auf das Klinikleben übertragen. Die Stellen, und zwar die entscheidende Stelle für mich, ist im 3. Satz. Der 3. ist der langsame Satz und der längste Satz der Sinfonie. Und es handelt sich ja um einen Variationensatz. Gustav Mahler selbst hat ein Statement zu seinem Thema des 3. Satzes abgegeben, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Er sagt, es ist eine göttlich heitere und tief traurige Melodie, dass ihr dabei nur lachen und weinen werdet. Also lachen und weinen, göttlich heiter und tief traurig. Bei diesem 3. Satz denkt Mahler an die heilige Sankt Ursula, die auch später in der Sinfonie noch besungen wird. Im 4. Satz wird gesungen, da tritt eine Sängerin auf. Und diese Sankt Ursula, die erinnert auch Mahler an seine eigene Mutter. Ein Mensch, der eine höhere Seligkeit erlangt zu haben schien, oder eine Frau, die in der Lage war, alle Leiden durch Liebe zu lösen. Ich habe heute Morgen noch mal die heilige Sankt Ursula gegoogelt und die ist Patronin von Köln und Offenburg, der Jungfrauen, das ist auch ein Thema nachher in dem 4. Satz, aha, der Universitäten von Wien und Köln und was ich ganz interessant fand, heute Morgen zu lesen, dass sie auch zuständig ist für die Vermeidung von Kinderkrankheiten. Die heilige Sankt Ursula. Aber kurz zurück zur Musik. An der zentralen Stelle nun im 3. Satz, kurz vor dem Schluss, da öffnet sich plötzlich der Blick in den Himmel. Und im Moment der größten Ruhe wird durch ein grelles und flirrendes Getöse eine Unterbrechung geschaffen. Für harmonisch Interessierte, diese Ruhe ist in G-Dur, das ist die Grundtonart der Symphonie. Und der Unterbruch das Himmelsgetöse ist in E-Dur, das ist eine himmlische, aber doch entfernt scheinende Tonart. Die Interpretationsmöglichkeiten dieser Stelle sind sehr vielschichtig und gehen
hin bis zur möglichen Beschreibung einer Nahtoderfahrung, also eine musikalische Beschreibung einer Nahtoderfahrung. Das haben einige Musikwissenschaftler so herausgelesen und Sie können das selber beurteilen im dritten Satz nachher. Ja, wenn es zu weit geht, dann haben wir genügend Ärzte hier, die Ihnen da helfen können, dann wieder rauszukommen. Nachdem, ich komme zu meinem Ende, nachdem der Himmel sich mit Getöse und in E-Dur geöffnet hat, kommen dann die schönsten und die leisesten Stellen. Dazu schreibt Mahler handschriftlich in die Partitur, der Himmel ist geöffnet. Also bei der lauten Stelle steht, der Himmel öffnet sich, und danach bei der leisen Stelle ist der Himmel geöffnet. So endet im Übrigen auch die Symphonie, sehr, sehr leise und in der himmlischen E-Dur-Tonalität. Achten Sie zuvor im unvermeidlichen Irdischen besonders auf den David Peterhoff, unseren Konzertmeister. Das Besondere an dieser Symphonie ist, dass er im zweiten Satz abwechselnd auf zwei Instrumenten spielt. Er wechselt immer zwischen zwei Geigen. Die eine Geige ist höher gestimmt als die andere. Und das ist so ein Sinnbild dafür, dass der Tod mit knochigen Fingern dort am Werke ist. Und mein letzter Hinweis, der geht in den ersten Satz. Und da möchte ich ein kleines Quiz mit Ihnen machen, denn es ist ein großer Gegensatz zu dem Tod. Gustav Mahler vermutet, und das finde ich sehr erwähnenswert und schön, Gustav Mahler vermutet in der kindlichen Einfachheit, hat er so gesagt, in der kindlichen Einfachheit, einen Weg zum Paradies, was auch immer das ist. Und ich möchte für das kleine Quiz kurz ans Klavier gehen und Ihnen ein Thema vorspielen aus dem ersten Satz der Sinfonie. Das ist Original Gustav Mahler. Hat jemand eine Idee, welches Kinderlied dahinter stecken könnte? Sehr gut. Der Biber Butzelmann. Bei so viel Verherrlichung des Kindlichen, das vielleicht auch ein bisschen für die Fantasie in uns allen steht, die wir uns aus den Kindertagen dringend erhalten müssen, muss ich fast unweigerlich an das bekannte Jesuswort aus der Bibel denken. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind oder so ähnlich geht das, wird nicht hineinkommen. Also ich wünsche Ihnen und uns, dass wir diese kindliche Fantasie in uns am Leben erhalten und jetzt die Antennen, das Herz und die Sinne öffnen und schärfen für unsere Aufführung der vierten Mahler-Symphonie. Danke, lieber Arne Görke. Dankeschön. Sie sehen und hören und haben gehört, also wenn Sie eine Veranstaltung an der Universität absolvieren, dann lernen Sie auch was. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Kammerorchester der Universität unter der Leitung von Arne Görke. Sopranistin wird heute sein Katja Stuber. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
In ganz Deutschland gibt es ca. 3 bis 4 Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und wenn man das runterbricht für die Region hier, Niederbayern, Oberpfalz, je nachdem, wie man das berechnet, können das bis 100.000 Menschen sein, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Und diese Menschen fühlen sich manchmal, als wären sie am Rande der Gesellschaft, weil sie eben nur eine Erkrankung haben, die nicht im Fokus der Gesellschaft steht. Da leiden die Menschen sehr drunter. Sie haben mitunter eine sehr, sehr lange Odyssee, die sie von einem Hausarzt zum nächsten haben, bis sie überhaupt erst mal erfahren, an welcher Erkrankung leide ich überhaupt. Da möchte man helfen. Auf der anderen Seite ist es sogar so, wenn man für diese sehr klar definierte Erkrankung eine Lösung findet, kann man diesen Menschen helfen. Gleichzeitig können das aber auch wichtige Beispiele sein, die man dann auch für die gesamte Gesellschaft übertragen kann. Also wichtige Modellerkrankungen, die für die gesamte Gesellschaft einen Beitrag leisten können und diese Menschen insofern also nicht randständig sind, sondern wichtig auch mithelfen können in der Gesellschaft. Gerade bei den seltenen Erkrankungen ist es so, dass man sehr, sehr interdisziplinär zusammenarbeiten muss, weil die Menschen nicht nur an einem Krankheitszeichen leiden, sondern mehrere Symptome entwickeln, mehrere Organe betroffen sind und das oft als Kind schon. Das heißt, es ist gerade die Forschung, die wir gemeinsam machen, die für diese sehr interdisziplinären Erkrankungen den Unterschied machen können. Und hier braucht es die Zusammenarbeit und hier brauchen wir neue Flächen, die über das hinausgehen, was bislang an Klein-Klein-Forschung stattgefunden hat, um das große Ganze voranzubringen.
Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit und in Deutschland die Todesursache Nummer 1. Das war so in den letzten Jahren und wird auch in den nächsten Jahren so weiter bleiben. Das Universitätsklinikum ist der überregionale Maximalversorger hier in der Region Ostbayern und wir behandeln schwerstkranke Menschen. Wir haben auch jetzt zuletzt in der Corona-Pandemie viele Patienten und Patienten sehr intensiv und erfolgreich auf höchstem klinischen Niveau behandelt. Und wir haben aufgrund unserer Hochleistungs-ECMO-Therapie, die überregional bekannt ist, viele Menschenleben retten können. Wir möchten den Menschen in der Region noch besser Therapien frühzeitig anbieten können. Wir können viele Erkrankungen mittlerweile sehr gut behandeln, aber einige Erkrankungen sind auch noch weitgehend unbeforscht und daher brauchen wir dringend neue Forschungsansätze, neue Therapien, die wir gerne entwickeln möchten. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe hier am Uniklinikum. Forschung ist unsere zentrale Aufgabe. Und wir haben hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den letzten Jahren ständig aktiver waren. Aber die Kapazitäten sind begrenzt. Im Prinzip haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu wachsen. Aber unsere Ideen brauchen dringend neue Forschungsflächen. Und daher ist dieses Gebäude so wichtig für uns. Und da brauchen wir unbedingt Unterstützung.
Die Abteilung für Kinderonkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation betreut ein sehr großes Einzugsgebiet von fast 2,5 Millionen Menschen. Das sind alles Menschen, die, wenn es Regensburg nicht geben würde, nach München, Erlangen oder noch weiter wegfahren müssten. Eine Universitätsklinik ohne Kinderonkologie ist ein ziemliches Rumpfgebäude. Und die Kinderonkologie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr eng mit der Grundlagenforschung verbunden ist. Also was teilweise aus unseren eigenen Laboren entstanden ist, wird eins zu eins beim Patienten umgesetzt. Dieses Bench-to-Bedside wird in der Kinderonkologie sehr, sehr deutlich gelebt. Viele unserer Patienten benötigen eben moderne Therapieansätze, die wir hier mitentwickeln müssen. Also eine Kinderonkologie ohne begleitende Grundlagenforschung ist sehr, sehr schwer zu halten. Die Kinderonkologie hat ja hier 2010 die Pforten geöffnet und die wenigen Forschungsflächen, die zu dem Zeitpunkt übrig waren, reichen nicht aus, um national und auch international kompetitive Forschung zu betreiben. Und man muss auch wissen, dass die Kinderonkologie sich von allen anderen Fachrichtungen dahingehend unterscheidet, dass keiner danach in die Praxis gehen kann. Ein Kinderonkologe ist am Universitätsklinikum quasi verhaftet. Er wird niemals eine Praxis aufmachen. Und um entsprechend gute Leute nach Regensburg holen zu können, brauchen wir die entsprechenden Voraussetzungen, die wir ihnen bieten müssen, dass sie hier arbeiten können. D7 ist für uns wirklich existenzrelevant. Ich denke, wenn die Forschungsmöglichkeiten sich für die Kinderonkologie in den nächsten 5 bis 10 Jahren spätestens nicht ändern, dann habe ich keine Möglichkeit, hier gute Nachwuchswissenschaftler nach Regensburg zu holen, um die Arbeit in einer sinnvollen Weise hier fortsetzen zu können. Getümmel
Ja. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank an das Kammerorchester der Universität Regensburg, an Arne Görke und an Katja Stuber. Ganz großartig, ich bin hochbegeistert. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem großartigen Stück Musik möchte ich jetzt die drei Protagonisten des heutigen Abends noch mal zu mir auf die Bühne bitten, die Professoren Professor Marc Berneburg, Professor Selim Kopacoglu und Professor Lars Meyer. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Sie haben sie ja bereits kennengelernt. Wir haben Corona-konform für jeden ein eigenes Mikrofon. Es funktioniert alles wunderbar bei uns. Und ich darf euch bitten, zu mir nach vorne zu kommen, weil sonst muss ich immer nach hinten sprechen. Das ist nämlich ein ganz fieser Bühnentrick, dass immer die Hauptdarsteller ganz hinten stehen wollen. Dann müssen sich alle zu ihnen umdrehen und haben dann hat das Publikum nur den Rücken. Nein, lieber Selim Kopacoglu, im Beitrag haben wir es gehört. Warum ist Forschung so wichtig? Eigentlich könnte man den Umkehrschluss man muss eigentlich dann sagen, die Kinder profitieren dann, wenn Forschung da ist, oder? Man muss sich überlegen, dass ein Teil unserer Kinder zum Unikat werden. Mhm. Irgendwann greife ich die Standardtherapie nicht mehr. Dann müssen wir uns das einfallen lassen. Mhm. Das heißt, wir müssen den Mut finden, Dinge zu tun, die vielleicht noch nie getan wurden. Dafür braucht es eine solide Grundlagenforschung, damit aus Unikaten dann Muster werden, aus Mustern Konzepte und vielleicht irgendwann eine Standardtherapie. Und dieser Weg muss begleitet werden von Grundlagenforschung und evidenzbasierter Medizin, damit wir den Mut haben, die Dinge zu tun, die vielleicht noch nie getan wurden. Und das geht nur, wenn man entsprechend die Voraussetzungen hat. Und dieser Mut muss entsprechend natürlich aus der Grundlagenforschung kommen, die wir hier betreiben können. Da wünsche ich viel Erfolg weiterhin. Danke. Lieber Professor Marc Berneburg, aus eigener Erfahrung, ich darf ja Schirmherr sein beim Zentrum für seltene Erkrankungen, weiß ich, es gibt dieses Zentrum bereits. Das Zentrum ist sozusagen verteilt auf viele Lehrstühle. Was kann hier ein Forschungsneubau verbessern? Ja, wir haben es in Einspielen ja auch schon so ein bisschen gehört. Seltene Erkrankungen sind oft genetisch bedingt, deswegen liegen sie oft bei Geburt schon vor. Es sind Kinder, sie haben viele Organe betroffen. Und deswegen müssen ganz, ganz viele zusammenarbeiten. Und da ist es ein gutes Beispiel, dass wir drei uns zusammengetan haben, um gemeinsame Forschungsflächen zu generieren, um mehr zu schaffen als Teile des Einzelnen. Also wirklich einen Mehrwert der Forschung hier herzustellen. Sehr gut. Auch da wünsche ich viel Erfolg weiterhin, lieber Professor Lars Meyer. Wie ist denn im Moment so der Stand der Forschung gerade? Also nicht jetzt im Einzelnen am Medizinischen, sondern eher so, wo forscht ihr, wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal forschen wir auf ganz höchstem Niveau, das muss man an den Publikationen der Mitredner hier schon ablesen können, also hochwertige Veröffentlichungen. Und wir forschen an wichtigen Fragestellungen, aber wir haben das Problem, wir haben es ja gesehen, dieses Forschungsgebäude ist vor 30 Jahren konzipiert und eigentlich für 10 Jahre gebaut und ist jetzt nicht mehr aktuell. Da regnet es manchmal rein, das ist eigentlich nicht mehr tragbar. Und wir brauchen dringend nicht nur ein neues Gebäude, sondern einfach auch mehr Platz, weil wir aus allen Nähten platzen. Und dass es jetzt, sagen wir mal, jetzt in ein Forschungsgebäude reinregnet, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, nicht State of the Art. Da müsste man jetzt eingreifen. Wie ich unser reiches Bundesland kenne, ist da auch schon ein Plan da. Aber wir brauchen ein bisschen mehr, wir brauchen eine kleine Beschleunigung, oder so ist es doch. Ja, genau so ist es. Ich meine, wir haben einen Plan, es gibt einen Masterplan, den gibt es vom Universitätsklinikum und der Fakultät. Dieses Gebäude soll kommen, aber wir brauchen, um das schneller kommen zu lassen, unbedingt die Region. Ich meine, die Kuno-Stiftung hat es vorgemacht, herausragend, was da damals
zusammenkam und ich glaube auch herausragend war, was die Menschen damals geleistet haben. Denn man ist zusammengestanden und hat dann Geld zusammengelegt und dann kam dieses Gebäude damals und so wird auch und so soll auch die E7 kommen. Sehr gut. Und wie ist im Moment bei dir? Woran forscht ihr? Wo siehst du das größte Potenzial in deiner Forschung? Also wir haben Patientinnen und Patienten aus allen Jahrgangsstufen. Wir haben auch Patienten, die sind jung, die sind vielleicht an einer genetischen Erkrankung haben erkrankt. Und wir hatten letzte Woche zum Beispiel einen 16-jährigen Patienten, der ist umgefallen, war ohnmächtig, ist dann von seinem Zwillingsbruder reanimiert, also ins Leben zurückgeholt worden. Der hat wahrscheinlich eine Erkrankung, die wir noch weiter beforschen müssen. Wir haben die Herzmuskelschwäche bei auch älteren Patienten und wir wollen herausfinden, warum erkranken die Patienten und wie können wir sie therapieren. Und manchmal ist die letzte Möglichkeit bei dieser Herzmuskelschwäche auch, einem Patienten zu Herz transplantieren. Und tatsächlich habe ich vorhin gerade einen Patienten gesehen, der hier sitzt und vor 9 Jahren transplantiert wurde. Heute vor 9 Jahren. Dann würde ich doch sagen, wer kann das sein? Würden Sie uns Gesellschaft leisten hier auf der Bühne? Das ist ja ganz toll. Im Übrigen ist der Chirurg auch dabei, der ihn vor 9 Jahren transplantiert hat. Der ist heute auch da. Sehr gut. Vielleicht will der Chirurg auch gerne zu uns kommen. In meiner langen Laufbahn als Schauspieler ist es mir schon gelungen, eine Niere zu verpflanzen. Ich habe eine Schweineniere in die Hand gedrückt bekommen und habe Günther Maria Halmer die rausgenommen und natürlich nicht echt. Und sie woanders eingepflanzt. Aber ein Herz, das stelle ich mir dann doch ein bisschen anders vor. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's mir geht's fantastisch. Ich habe gestern und heute ein bisschen gefeiert, vor allem am 31.07. nach dem 1.08.2012 hat dieser Herr mich transportiert. Und dafür bin ich wirklich dankbar und auch für meinen Spender, der das ermöglicht hat. Ja, Wahnsinn. Großartig. Wie ist das für einen Chirurgen? Ich meine, das muss doch das Großartigste sein. Das Herz ist sozusagen unser aller Leben, symbolisiert das Leben. Wenn man da so etwas vollbringen darf und kann, ist es doch unglaublich erhebend, oder? Ja, die Herztransplantation ist natürlich geradezu ein Paradebeispiel für Forschung. Denn das war eigentlich wie eine Mondlandung. Man hat Jahrzehnte drauf geforscht, auf der ganzen Welt, einschließlich die heute so verpönten Tierversuche. Und dann war es endlich gelungen. Und für uns Chirurgen ist es natürlich fantastisch. Wir sehen ja nie oder häufig nicht, was aus dem Patienten aus langer Sicht wird. Aber wenn wir ihn sehen und wir sehen ihn regelmäßig, dann ist es für uns ein ganz tolles Gefühl, dass wir ihm 9 schöne Jahre bisher schenken konnten. Und wir hoffen, dass es noch lange so weitergeht. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die 5 Herren. Danke für so viel Kompetenz. Danke für diesen großartigen Einsatz für unsere Region. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Somit sind wir auch schon beim Ende. Ich bedanke mich nochmal beim Orchester. Katja Stuber, herzlichen Dank. Danke, Arn Görke. Danke fürs Kommen. Danke an die Crews vor und hinter der Kamera, die Techniker, die Bildmischer, die Firma Bildmischer, die den Stream ermöglicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie gut nach Hause und wenn Sie ein bisschen Geld übrig haben, spenden Sie das für diesen guten Zweck. Das ist auf jeden Fall ein gut angelegter Euro. Herzlichen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön.